Hast du nicht auch dieses standardmäßige Design von gefühlt jeder Website satt, wo du auf der einen Seite einen Text hast und auf der anderen Seite hast du ein Bild und darunter in dem Bereich wiederholt sich das Ganze nur andersrum. Da hast du hier einen Text und da ein Bild und irgendwie gefühlt jede Seite ist nach diesem Schema aufgebaut, was ja natürlich auch Sinn macht. Aber ja, es ist halt langweilig, wenn alles immer gleich aussieht. Dann bist du jetzt hier an der richtigen Stelle, denn in diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Divi-Theme ganz einfach 4 verschiedene Styles für deine Bilder machen kannst, sodass du zumindest so einen kleinen Hingucker und Eyecatcher hast. Falls du neu hier bist, hi, ich bin Anki und ich bin deine beste Freundin rund um die Themen verkaufsstarke Website und überzeugende Kundenreise. Wenn dich das interessiert für dein Business, dann jetzt einmal direkt auf den Abo-Button draufklicken und dann starten wir ins Tutorial. So, ich habe jetzt hier auch schon mal was vorbereitet und zwar habe ich jetzt hier einfach 4-mal das gleiche Bild nebeneinander gepackt, damit wir das direkt im Vergleich sehen können, wie die verschiedenen Designs eben aussehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt links einmal mit dem ersten Bild an. Und das erste Design, was ich euch zeigen möchte, das ist eigentlich ziemlich klassisch und minimalistisch. Also das ist jetzt nichts Wildes, aber trotzdem, wenn ihr das eben auf euren Fotos benutzt, dann ist das eben trotzdem so ein kleiner Eyecatcher, das heißt, es sticht so ein bisschen hervor. Und zwar geht ihr dann hier einmal auf Design und dann auf Boxschatten. Und wir machen jetzt hier einfach einen ganz normalen Drop Shadow, nennt sich das, glaube ich. Und zwar klickt ihr dafür jetzt hier dieses Icon an. Und dann seht ihr schon, dass das Ganze so nach vorne gehoben wird, ne? Also dadurch, dass wir halt hinten jetzt so einen Schatten haben, wirkt es so, als wenn das Foto so ein bisschen 3D-mäßig ist und zu uns quasi nach vorne kommt. Und hier könnt ihr natürlich jetzt auch noch ein bisschen rumspielen und hier die Position dann noch anpassen. Also wenn ihr hier bei horizontale und bei vertikale Position den Regler hier ein bisschen verschiebt, dann seht ihr schon, dass sich jetzt hier die Position von dem Schatten eben ändert. Und ihr könnt jetzt hier natürlich auch an der Unschärfe noch ein bisschen was anpassen. Wenn ich das jetzt einfach mal nach rechts ein bisschen ziehe, dann seht ihr, dass es halt, je weiter ich nach rechts gehe, desto unschärfer wird das. Und an der Schattengröße könnte ich jetzt hier noch was ändern, aber da gehe ich meistens gar nicht dran. Also die Schattengröße lasse ich meistens bei 0. Und mir ist dieser Wert auch meistens ein Ticken zu stark. Deswegen gehe ich da meistens sogar rein und ersetze die 3 durch eine 2. Dann ist es noch ein bisschen unauffälliger, sage ich jetzt mal. Aber halt, man sieht trotzdem was. Und genau, da könnt ihr halt so ein bisschen mit rumspielen und könntet hier natürlich jetzt auch noch andere Farben anpassen, wenn ihr hier dieses wunderschöne Giftgrün zum Beispiel haben möchtet oder eben eure Brandfarben könntet ihr nutzen, würde ich jetzt in dem Fall aber nicht wirklich empfehlen. Also wenn ich diesen Schatten nutze, dann lasse ich das tatsächlich in der Voreinstellung und gehe hier eben einfach nur in der Stärke ein bisschen runter und setze es, wie gesagt, auf 2 anstatt 3. So, ich setze die Werte jetzt hier mal zurück, weil tatsächlich nutze ich das meistens einfach so, dass ich die Werte hier so lasse, wie sie sind. Natürlich ist noch wichtig anzumerken, dass du bei deinem Design oder bei deinem Style generell immer konstant bleiben solltest. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Bild hast, wo du eben diesen Schatten nutzt, dann solltest du diesen Schatten auch bei deinen anderen Bildern nutzen, damit das eben alles ganz stimmig wirkt und nicht komisch aussieht, weil du bei dem einen Bild den einen Style hast und bei dem anderen Bild hast du vielleicht was anderes. Das wirkt dann sehr unruhig und chaotisch und ergibt kein schönes Gesamtkonzept. Und dann springen wir jetzt hier direkt mal weiter zum zweiten Bild und ich zeige euch das zweite Design. Das ist wieder ziemlich ähnlich. Auch da gehen wir einmal in die Einstellungen rein, klicken auf Design und gehen auf Boxschatten. Und jetzt klicken wir nicht hier auf dieses Symbol, sondern hier auf das darunter. Also das, was jetzt hier unten links in der Ecke ist. Und damit habt ihr auch ganz coole Möglichkeiten. Hier gehe ich tatsächlich als erstes immer rein und wähle hier meine Brandfarbe aus. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel auch dieses Lila, was sich hier in der Kleidung widerspiegelt. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal auf diese Brandfarbe drauf und habe jetzt hier schon mal so einen lilanen Schatten. Und hier kann man jetzt auch noch super die Größe ändern. Also ich kann es jetzt hier ein bisschen nach rechts ziehen und dann hier auch bei der vertikalen Position natürlich was ändern. Ich mag es immer,
dass das den gleichen Wert hat. Weil ich finde, dann sieht das halt immer schön ausgeglichen aus. Hier könnte man jetzt natürlich auch noch was an der Unschärfe und an der Schattengröße anpassen. Mache ich tatsächlich nie. Also ich drehe hier immer nur was an diesen beiden Reglern, also horizontale und vertikale Position. Und genau, die darunter, die beachte ich eigentlich immer gar nicht. Wenn ihr den Schatten zum Beispiel auf der anderen Seite haben wollt, dann könnt ihr das Ganze einfach lösen, indem ihr hier ein Minus vorsetzt. Und zack, ist es jetzt schon auf der anderen Seite drauf. Und wenn ich jetzt hier bei der vertikalen Position auch ein Minus davor setze, dann ist das Ganze oben. Und wenn wir es jetzt aber oben rechts haben wollen, dann bleibt hier dieses Minus. Und oben bei der horizontalen Position nehmen wir das Minus wieder weg. Und dann haben wir das oben rechts in der Ecke. Das kann man eben auch immer schön anpassen, je nachdem, wo sich das Foto auf der Website befindet, also an welcher Stelle das positioniert ist. Ob es jetzt zum Beispiel hier oben rechts jetzt in der Ecke ist, dann würde ich das nämlich tatsächlich machen, dass hier dieser Schatten eben auch oben rechts im Bild angezeigt wird. Oder wenn das Bild jetzt zum Beispiel hier unten in der Ecke wäre, dann würde ich das eben so machen, dass das unten links ist. Und zwar würde das dann eben so aussehen. Und dann hätte ich halt hier jetzt meinen Text und den restlichen Inhalt. Und so kann man das dann halt immer entsprechend zum restlichen Design machen. So, kommen wir jetzt schon zum dritten Design. Auch hier gehen wir einmal in die Bildeinstellungen rein und klicken auf den Design-Tab. Und jetzt gehen wir zu Rand. Und zwar mag ich es total gerne, wenn Bilder so ein bisschen nach Polaroid-Fotos aussehen. Und das Ganze können wir erreichen, indem wir hier einfach eine Umrandungsbreite hinterlegen. Also zum Beispiel, indem ihr hier 10 Pixel eingebt und dann könnt ihr hier eben noch die Umrandungsfarbe setzen. Man sieht jetzt hier, glaube ich, leider nicht so gut, dass ich hier eine weiße Umrandung habe, weil der Hintergrund zu hell ist. Ich mache es jetzt einfach mal aus Demonstrationszwecken in diesem lila Ton auch, einfach nur damit ihr seht, dass da jetzt einfach ein Rand drumherum ist. Und genau, den könnt ihr halt hier so dick machen, wie ihr den eben haben möchtet. Ich mag es eben gerne so ungefähr bei 10 Pixel oder auch ein bisschen darunter. Und wenn ich dieses Design verwende, dann, wie gesagt, mache ich immer als Hintergrundfarbe oder als Umrandungsfarbe weiß, damit es halt wirklich so ein bisschen nach Polaroid aussieht. So, und dann wollen wir uns jetzt natürlich auch noch das vierte Design anschauen und auch dafür gehen wir wieder in die Bildeinstellungen rein. Aber jetzt springen wir hier direkt auf den Reiter Erweitert, weil jetzt brauchen wir nämlich ein kleines bisschen CSS, aber gar keine Panik bitte. Ich schreibe euch nämlich den CSS-Code einmal unten auch in die Videobeschreibung rein. Also wenn ihr das Design nutzen möchtet, dann könnt ihr euch den Code da einfach rauskopieren und das dann eben bei euch im benutzerdefinierten CSS-Feld einfügen. Also ihr klickt hier einmal auf dieses Feld drauf, geht dann auf Hauptelement und fügt dann jetzt den Code ein. Und jetzt seht ihr schon, dass wir hier so eine schöne Linie als Umrandung haben und wir haben hier eben so einen kleinen Abstand zwischen dem Bild und der Linie. Und das Ganze können wir natürlich auch noch anpassen. Also wenn ihr zum Beispiel noch mehr Abstand haben möchtet, dann würdet ihr hier bei Padding eben den Wert noch nach oben hin anpassen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einfach mal 20 Pixel eingebe, dann seht ihr schon, dass das Bild insgesamt kleiner wird. Also der Abstand zum Rand, zu der Linie, der vergrößert sich eben. Und andersrum natürlich genauso, wenn ich jetzt hier einfach nur 5 Pixel eingebe, dann haben wir halt weniger Abstand. Dann kann ich hier bei Border Width auch noch ein bisschen rumspielen, weil damit reguliere ich die Dicke der Linie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Pixel sage, dann seht ihr schon, dass ich jetzt hier so eine richtig dicke, dunkle Linie habe. Und ich mache das Ganze mal einfach bei 2 Pixel. Und könnte jetzt hier natürlich auch noch den Style anpassen, also hier bei Border Style, in dem Solid da steht. Das bedeutet eben, dass ich hier einfach jetzt so eine ganz normale Linie habe. Aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch das Ganze gepunktet, mit einem gepunkteten Rand machen. Und dafür würde ich hier einfach
Dotted eingeben. Und jetzt seht ihr hier schon, dass jetzt hier so ein schöner gepunkteter Rand entstanden ist. Das finde ich eigentlich ganz süß. Und wir können natürlich auch noch die Randfarbe einmal anpassen, wenn ihr das machen möchtet. Dafür gehe ich jetzt einfach noch mal ganz kurz hier zu Inhalt, Hintergrund und kopiere mir jetzt hier einmal diese Brandfarbe, die ich hier hinterlegt hatte. Die kopiere ich mir jetzt hier einfach, lösche das dann natürlich wieder. So, und dann gehe ich wieder zurück zu Erweitert, benutzerdefinierte CSS. Und jetzt füge ich hier noch eine weitere Zeile hinzu. Und zwar heißt dieser Wert jetzt Border-Color. Und jetzt füge ich hier einfach meine Farbe ein, die ich mir eben kopiert hatte. Und mache ein Semikolon. Und wie ihr sehen könnt, hat sich die Randfarbe jetzt schön angepasst. Und ich habe jetzt hier meine lilane Brandfarbe als gepunkteten Rand hinterlegt. Schreibt mir doch mal gerne unten in die Kommentare, welches Design euch am besten gefällt und ob ihr vielleicht sogar noch ein anderes Design kennt, was ihr gerne für eure Fotos nutzt. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch über ein Abo von dir freuen. Und ich hinterlasse dir jetzt hier noch weitere Videos, die dir bei dem Aufbau deiner verkaufsstarken Website helfen. Bis zum nächsten Mal!